Hey ihr Lieben, ganz viel schneller als erwartet melde ich mich jetzt doch nochmal vor dem Wochenende zurück. Ich habe gerade Yoga gemacht hier an der Isar und meditiert und ich möchte dich einladen, gerade jetzt, indem es wieder laut wird draußen, indem wir uns wieder öffnen und indem du wieder deine Freiheit auch im Außen leben kannst. Gerade jetzt wieder auch so deine Inseln zu schaffen, deine Minuten des Tages, in denen du bei dir sein kannst, weil das so wichtig ist. Indem du in dir immer wieder bei dir bist, schaffst du unendlich viel Raum um dich, um dann eben auch mit allen sein zu können, sozusagen, um so frei zu sein, dass du mit dem Teufel frühstückst und es fühlt sich wunderbar an. Darum geht es. Es geht darum, dass du in dir frei bist und dass du deinem System auch immer wieder so diese Idee gibst: Ich liebe mich, ich bin da für mich, ich habe Zeit für mich. Ich investiere Zeit, Muße und Liebe in mich. Auch und insbesondere dann, wenn alles wieder offen ist. Darum geht es auch in dieser Zeit. Und nochmal möchte ich auch zu diesem Thema gerne eintauchen für dich ins göttliche Feld der Wunder. Hochgeliebte Seelen an den Hörgeräten, an den Bildschirmen, bist du wieder da. Halleluja. Danke sei dir dafür, dass du, und sie hat es so vortrefflich bereits gesagt, dass du hier bist, insbesondere in dieser Zeit, in der ihr nun ein bisschen wieder nach draußen geht. Und so ist es ja gemeint. Geliebter Seele, so bist du nicht gemeint, um alleine zu sein, in deinem Kämmerchen zu sitzen und das Leben nur so im Kreise mit dir selbst zu verbringen. Doch wie du aus dir in die Welt gehst, nun das darfst du jeden Tag aufs Neue bestimmen, geliebte Seele, denn du gehst in diese Welt und dieses bedeutet, zunächst einmal geht es darum, geliebte Seele, zu verstehen, wer bist du? Als wer gehst du in diese Welt? Welche Art des Spiels des Lebens möchtest du spielen? Mit wem willst du spielen und was gibt dir Kraft? Wo hast du Freude? Mit wem weitest du deinen Raum und wie fühlt es sich für dich an? Dieses, geliebte Seele, ist wichtig. Es ist, wir sagen einmal, die nächste Stufe deines bewussten Seins. Es ist in diesem Moment, in dem du stabil bist, in dir gut verwurzelt und weißt, wer bin ich und was will ich? Gehst du nach außen und ziehst exakt in diesem Moment alles in dein Leben, was dir dient. Nun, so ist es ja stets und immer. Und auch dieses weißt du bereits, geliebte Seele, je freier du im Innen bist, umso freiere Seelen ziehst du in dein Spiel des Lebens, denn so wie im Innen, so im Außen. Alles, was du bist, siehst du im Außen, immer und an jedem Tag. So immer wieder, geliebte Seele, geht es in diesem Spiel des Lebens um dich. Um dich und dein Sein, denn dieses, was du bist,
ist auch in deiner Gemeinschaftlichkeit, ist auch in deiner gelebten Liebe, in allen Partnerschaften, die du so um dich sammelst, in allen Freundschaften. Wir könnten auch sagen, du verdoppelst, vervielfachst dich in allem, indem du ins Außen gehst. Und so startet alles, geliebte Seele, in dir und aus dir, kommt aus dir durch dich in die Welt. Was, geliebte Seele, willst du in der Welt sehen? Wer willst du sein? Wir, geliebte Seele, lieben dich so sehr und wir danken dir dafür, dass du über dein körperliches Sein hier in diesem Spiel des Lebens die universellen Gesetzmäßigkeiten immer tiefer und immer reiner in dir erfährst und als solches in diese Welt strahlst. Hab Dank, geliebte Seele, für dein Sein, für dein Dienen. Denn dieses Spiel des Lebens, das hast du längst erkannt, das ist ein Dienen. Ein Dienen des Göttlichen, ein Dienen der Hoheiten des Lebens. Und so hab Dank für dein Sein, für dein Lieben, für dein Strahlen immer wieder. Wir lieben dich so sehr und wir senden dir die Liebe des Universums, die du bist, so wie du alles bist. Denn alles ist in dir, kommt aus dir in die Welt. Hab Dank, geliebte Seele. Amen. Namaste. Mahalo. Ihr Lieben, jetzt wünsche ich dir ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß dich und finde deine Zeitinseln, in denen du immer wieder dich, ich sag mal, sammeln kannst, bei dir sein kannst. Ich liebe dich und ich sende dir unendlich viel Liebe. Und wenn du ganz spontan bist, kannst du morgen noch mit in die Meisterschule kommen. Die beginnt nämlich morgen wieder. Und es ist einfach wichtig, dass du gut auf dich schaust. Denn du bist es, um die es geht, um den es geht. Ich liebe dich. Danke.